Hallo, willkommen zu einem neuen Thema. Es geht um Übergewicht und Adipositas. Wir werden außerdem die Lipodystrophie besprechen. Übergewicht und Fettsucht, Adipositas oder Obesitas. In Europa sind ca. 25% der Schulkinder und 50% der Erwachsenen übergewichtig. Ca. 20% sind adipös. Das Körpergewicht ist im Vergleich zur Körpergröße zu hoch. Es gibt zu viel Fettgewebe. Von Adipositas spricht man, wenn der Anteil der Fettmasse am Körpergewicht bei den Frauen mindestens 30%, bei den Männern mindestens 20% betrifft. Beim Fettgewebe unterscheidet man drei Arten. Die Säuglinge, die Neugeborenen, haben sogenanntes braunes Fettgewebe. Dieses ist reich an Mitochondrien und hat seine Farbe durch das Zytochrom C. Das braune Fettgewebe schützt vor Kälte, indem es unter Wärmefreisetzung verbrennt. Vermittelt wird das Ganze über den Sympathikus, über Beta-3-Rezeptoren und Thermogenin. Es kommt zur Fettverbrennung, zur Thermogenese, zur Wärmeproduktion. Die Erwachsenen haben weißes Fettgewebe, kaum noch braunes Fettgewebe. Das weiße Fettgewebe dient der Speicherung von Energie, also ATP, außerdem der Isolierung. Daneben produziert das weiße Fettgewebe auch Hormone, wie die Östrogene oder auch Entzündungsfaktoren. Im Fettgewebe werden auch fettlösliche Vitamine gespeichert. Die dritte Art ist das beige Fettgewebe. Entsteht aus dem Weißen durch Kälte, es wird gebräunt. Und zwar bei Bewegung, bei Sport. Es wird Irisin freigesetzt und diese Substanz wandelt das weiße Fettgewebe in beiges um. Inwieweit die Substanz auch protektiv ist in Bezug auf Alzheimer-Erkrankungen, bleibt abzuwarten. Der Körper hat mehrere Regelkreise, um sein Körpergewicht möglichst konstant zu halten. Ein wichtiges Regelzentrum ist der Hypothalamus. Dieser hat ein Sattheitszentrum und ein Esszentrum. Zur Regulation benutzt der Körper das Hormon Leptin aus Fettzellen. Leptin meldet dem Hypothalamus die Größe der Fettdepots. Beispiel: viel Fettmasse ist vorhanden, Folge: es gibt viel Leptin. Der Appetit wird reduziert, der Muskeltonus wird erhöht, das heißt, es wird Energie verbraucht. Umgekehrt: wenig Fettmasse heißt wenig Leptin, der Appetit steigt, der Energieverbrauch wird gesenkt. Leptin erzeugt im Hypothalamus das Sättigungsgefühl. Und dadurch wird, wie gesagt, dann die Fettmasse möglichst konstant gehalten, die Lipostase. Bei Leptinresistenz geht das Sättigungsgefühl verloren. Das weiße Fett, wir hatten es eben schon erwähnt, produziert Substanzen. Das weiße Fett ist das Fett, was vor allem im Bauchbereich viszeral vorkommt. Es werden sogenannte Adipokine oder Adipozytokine produziert. Das sind Signalstoffe. Bei Adipositas sind einige Substanzen vermindert, einige erhöht. Vermindert ist das Adiponektin. Folge davon ist eine Insulinresistenz, das heißt Diabetes wird gefördert. Je dicker der Bauch ist, desto weniger Adiponektin ist im Plasma vorhanden. Folge: es wird verstärkt Diabetes Typ 2 gefördert. Faktoren, die gesteigert sind bei Adipositas: der Plasminogenaktivator-Inhibitor. Das heißt, die Substanz wirkt prothrombotisch. Gefördert werden außerdem Entzündungszytokine, Interleukin 6 und Tumornekrosefaktor Alpha. Folge in der Summe:
Es kommt auch durch die Entzündung zur Arteriosklerose. Es kommt zur Hypertonie. Dazu kommt die erhöhte Gerinnung, also Thromboemboliegefahr. Im schlimmsten Fall kommt es zum Herzinfarkt. Außerdem wird Leptin produziert, das hatten wir eben schon erwähnt. Leptin wirkt auf zwei Arten. Zum einen, es kommt zur Freisetzung von MSH, dem melanozytenstimulierenden Hormon, ein Melanocortin. Dieses wirkt über MC4-Rezeptoren im Hypothalamus und zwar wird der Appetit gehemmt. Das heißt, das Sattheitszentrum wird aktiviert. Außerdem wird über den Sympathikus der Energieverbrauch gesteigert. Die zweite Wirkkomponente läuft über Neuropeptid Y. Dieses wirkt appetitsteigernd und aktiviert das Esszentrum. Leptin macht das Gegenteil. Leptin hemmt Neuropeptid Y. Das heißt, das Esszentrum wird gehemmt. Folge: Leptin aktiviert das Sattheitszentrum und hemmt das Esszentrum. Auch Insulin nur ergänzend hemmt Neuropeptid Y. Dann werden Sexualhormone produziert vom Fettgewebe, insbesondere die Östrogene. Das Fettgewebe enthält die Aromatase und über die Aromatase werden Östrogene produziert, dies unabhängig vom hormonellen Regelkreis. Die wichtigsten Sättigungssignale sind, die Substanzen werden ausgeschüttet nach einer Nahrungsaufnahme, ein voller Magen, die Magendehnung, dann das CCK, das Insulin, und das GLP-1, Glucagon-like Peptide 1. Das ist ein Hormon, das im Darm produziert wird während der Nahrungsaufnahme. Die Substanz wird in den Blutkreislauf abgegeben und stimuliert die Abgabe von Insulin. Dazu kommt es zur Verzögerung der Magenentleerung und damit zur Dämpfung des Hungergefühls. Die Substanz gehört zu den sogenannten Inkretinen. Das sind also Darmhormone. Appetitsteigernd ist hingegen ein leerer Magen. Appetitsteigernd ist das Ghrelin, ein Hormon aus dem Magen. In Hungerphasen steigt der Ghrelinspiegel an im Blut. Durch Schlafmangel kommt es zu einer erhöhten Ghrelin-Ausschüttung. Das ist dann die Folge von Schlafstörungen. Der Appetit wird gesteigert, man nimmt zu. Letzte Substanz, das Orexin, in dem Fall aus dem Hypothalamus. Orexin wird durch Leptin gehemmt. Orexin steigert auf der einen Seite den Appetit, auf der anderen Seite wirkt Orexin stoffwechselfördernd, katabol. Dadurch wird die Körpertemperatur erhöht und es kommt zum Gewichtsverlust. Orexin ist aber auch wichtig für Aufmerksamkeit und Wachheit. Folge: Bei einer Mutation des Orexin-Gens kann es zur Narkolepsie kommen, das heißt, es kommt tagsüber zu Schlafanfällen. Entsprechend werden Orexin-Antagonisten eingesetzt, um den Schlaf zu fördern. Schauen wir uns kurz das metabolische Syndrom an, ein Wohlstandssyndrom. Durch mehrere Risikofaktoren kommt es zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko und zu einem erhöhten Risiko für Diabetes Typ 2. Es kommt zur Arteriosklerose. Diese wird aber auch gefördert durch ein höheres Alter und insbesondere auch durch Rauchen. Das sind vier Parameter, die einfließen, das sogenannte tödliche Quartett. Punkt 1, die Adipositas, und zwar die stammbetonte, abdominale.
gemessen unter anderem durch den Taillenumfang. Zweiter Punkt sind Fettstörungen, Dyslipoproteinämien, Beispiel erhöhte Triglyceridwerte von über 150 Milligramm pro Cent oder verminderte HDL-Werte. HDL-Cholesterin ist das gute Cholesterin. Bei den Frauen unter 50, bei den Männern unter 40 Milligramm pro 100 Milliliter. Dritter Parameter, ein hoher Blutdruck über 130, 85 bzw. 140, 90 Millimeter Hg. Der vierte Punkt, ein erhöhter Nüchternblutzucker, ein Prädiabetes. Eine Hyperglykämie, der Blutzucker liegt nüchtern über 100 Milligramm pro Deziliter. Dazu kommt in den meisten Fällen ein fünfter Punkt, eine Hyperuricämie, das heißt ein erhöhter Harnsäurespiegel. Entsprechend die Laborparameter, der Lipidstatus wird bestimmt, der Nüchternblutzucker wird bestimmt, der Blutdruck wird gemessen, die Harnsäure wird gemessen und außerdem der Taillenumfang. Beschäftigen wir uns mit den Ursachen für Übergewicht und Adipositas. Die Energiezufuhr, das heißt Zufuhr von Nahrung, von Getränken, ist größer als der Energieverbrauch, also sportliche Aktivität. Ein Beispiel: 200 Kilokalorien am Tag zu viel bedeuten im Jahr eine Gewichtszunahme von über 10 Kilogramm. Die Rechnung sehen wir hier für 50 Kilogramm pro Tag, das ist ein Achtel Liter Bier. Ein Kilogramm Fettgewebe bedeutet 7000 Kilokalorien oder umgekehrt, 7000 Kilokalorien bedeuten eine Gewichtszunahme von einem Kilo. Bewegungsmangel fördert Übergewicht, sitzende Tätigkeit, zu viel Fernsehen, zu viel Computerspiele, zu wenig draußen in der Natur. Psychische Faktoren sind wichtig. Stress, Depression, Einsamkeit. Essen wird als Belohnung angesehen, als Trost. Essen führt zur Sucht. Es gibt Heißhungerattacken. Die Binge-Eater hatten wir uns schon angeschaut. Es wird zu schnell, zu viel, zu große Portionen gegessen. Das normale Hunger- und Sättigungsgefühl geht verloren. Hypothalamuserkrankungen können zum Übergewicht führen. Wenn der Raucher aufhört zu rauchen, nimmt er erst einmal an Gewicht zu. Den Schlafmangel hatten wir schon. Schlafstörungen können zu Übergewicht führen. Genetisch bedingte Ursachen. Ein defektes Leptingen, ein defekter Leptinrezeptor. Eine Mutation des MC4-Rezeptors, eine gestörte MSH-Bildung. Eine Mutation im Beta-3-Rezeptor, zu wenig Thermogenin, ein erhöhter Grundumsatz, ein Hirntumor, endokrinologische Erkrankungen, eine Schilddrüsenunterfunktion, die Hypothyreose, ein Morbus Cushing, also zu viel Glukokortikoide, zu viel Insulin beim Insulinom. Durch zu viel Insulin sinkt der Zuckerspiegel rapide ab. Es kommt zur Hypoglykämie, die Folge Heißhunger. Nicht zuletzt ein Testosteronmangel bei den Männern. Ein niedriger Sozialstatus, eine familiäre Prägung. Beispielsweise werden die Essgewohnheiten dann von den Eltern auf die Kinder weitergegeben. Bei Säuglingen, Kleinkindern. Ein mütterlicher Diabetes oder Übergewicht in der Schwangerschaft. Folge: Es wird vermehrt Insulin ausgeschüttet. Die Folgen hatten wir uns gerade angeschaut. Es wird nicht gestillt, sondern mit Säuglingsnahrung gefüttert. Auch das Mikrobiom scheint eine Rolle zu spielen. Entsprechend könnten Antibiotika einen Einfluss haben. Nur ergänzend: Eine Gewichtszunahme normal in der Schwangerschaft. Eine Gewichtszunahme aber auch bei Herzinsuffizienz, in dem Fall durch Wassereinlagerung.
Fette führen zum Übergewicht. Fett macht Fett, aber auch die Kohlenhydrate sind wichtig und offenbar noch wichtiger als die Fette. Eine Low-Carb-Diät, also eine Diät mit wenig Kohlenhydrate, reduziert jedoch auch die Lebenserwartung. Fructose scheint eine besonders große Rolle zu spielen. Fructose führt zum Fettaufbau. Fructose erhöht die VLDL-Werte. Fructose führt zu Insulinresistenz. Fructose erhöht die Harnsäure. Es kommt zur Hyperuricämie. Das metabolische Syndrom wird gefördert. Besonders wichtig scheint auch der Geschmack süß zu sein. Das Suchtverhalten wird gefördert. Das gilt auch für die Süßstoffe. Die Ursache könnte ein verändertes Mikrobiom durch die Süßstoffe sein. Süß führt zur Ausschüttung von Insulin. Die Folge hatten wir besprochen, es kommt zu einer Hypoglykämie. Und die Folge davon ist der Heißhunger. Es wird mehr gegessen, es kommt zu Übergewicht und letztlich könnte ein Diabetes entstehen. Arzneimittel können zur Gewichtszunahme führen. Das sind die Östrogene und die Gestagene, die in den Antibabypillen vorkommen. Östrogene fördern den Appetit und die Wassereinlagerung. Gestagene fördern die Einlagerung von Fett. Eine Ausnahme bei den Gestagenen, das Trospirenol. Der Grund, die Substanz wird zusätzlich Antimineralkortikoid. Das heißt, es wird Wasser ausgeschwemmt und in der Summe könnte es so zu einem leichten Gewichtsverlust kommen. Alle Arzneistoffe, die sedieren, fördern den Appetit. Umgekehrt, Substanzen, die die Konzentration und Aufmerksamkeit fördern, reduzieren das Hungergefühl. Das ist der Fall beim Koffein, ist aber auch der Fall bei den Appetitzyklern, die werden wir uns anschauen. Umgekehrt, alle Substanzen, die müde machen, fördern den Appetit und damit die Gewichtszunahme. Dazu zählen beispielsweise die H1-Antihistaminika, die sedierenden, oder sedierende Antidepressiva, wie die trizyklischen Antidepressiva. Weitere Arzneistoffe, die Cortisone, die Glukokortikoide, die Antiepileptika, auch diese machen zum Teil müde. Das Clibenclamid, was bei Diabetes eingesetzt wird. Hier kommt die Wirkung durch eine Unterzuckerung zustande. Folge ist dann wieder ein Heißhungergefühl. Beta-Blocker unterdrücken unter anderem die Mobilisierung von Energiereserven, das Insulin selbst oder die Gewichtszunahme nach der Aufgabe des Rauchens. Schauen wir uns die gesundheitlichen Risiken an, die Nebenerkrankungen. Die Leber ist betroffen. Es kommt zur Fettleber, zur nichtalkoholischen Fettlebererkrankung. Gallensteine können sich bilden. Das metabolische Syndrom wird gefördert. Diabetes und Gicht werden gefördert. Psychische Folgen sind möglich. Es kommt zu Depressionen, zu einem verminderten Selbstwertgefühl. Adipositas im mittleren Lebensalter besitzt offenbar ein größeres Risiko für eine spätere Demenz im Alter. Gründe sind nicht ganz klar. Das könnten die Entzündungsprozesse sein. Es könnte eine verminderte Gehirndurchblutung sein. Harninkontinenz wird gefördert. GERD wird gefördert, das heißt der Reflux von Säure in die Speiseröhre, das Sodbrennen, der Magen wird zusammengepresst. Nierenschäden könnten gefördert werden, zum einen durch den hohen Blutdruck, zum anderen aber auch durch die Entzündungsprozesse. Es kann zur Schlafapnoe kommen. Bei Adipositas nennt sich das Ganze auch Pickwick-Syndrom. Das ist eine adipositasbedingte Hypoventilation nachts. Es kann zu hormonellen Störungen kommen.
Wir hatten schon gesagt, durch die Aromatase im Fettgewebe werden mehr Östrogene gebildet und das auch beim Mann. Folge sind Potenzstörungen oder auch eine Vergrößerung der Brust durch Einlagerung von Fett, eine Gynäkomastie, eine Pseudogynäkomastie. Bei den Frauen kann es zu vermehrt Androgenen kommen, mit der Folge Hirsutismus, also Behaarung nach dem männlichen Muster, Oberlippe, Kinn, Brust, Rücken, Hals. Es kann aber auch zum Haarausfall, zur fetten Haut, zur Akne kommen. Es kann zu Zyklusstörungen und zur Unfruchtbarkeit kommen. Hier nur ein kurzer Verweis auf das PCOS, das polyzystische Ovarialsyndrom. Auch hier liegen vermehrt Androgene vor. Der Grund ist ein FSH-Mangel. Und gleichzeitig kommt es in der Regel zum metabolischen Syndrom. Die kardiovaskulären Risiken steigen. Die Thromboembolie-Gefahr hatten wir schon. Es kommt vermehrt zur Arteriosklerose, zur Hypertonie. Folge: die koronare Herzkrankheit, Gefahr von Herzinfarkt, Schlaganfall. Das Herz muss stärker arbeiten. Es kann zu Herzinsuffizienz kommen. Die Gelenke werden dauerhaft belastet. Es kommt zu Arthrosen. Betroffen Hüfte, Knie, aber auch die Wirbelsäule. Durch die erhöhten Entzündungsparameter können rheumatische Erkrankungen gefördert werden. Krebserkrankungen sind häufiger, insbesondere Brustkrebs und Dickdarmkarzinome. Nicht zuletzt in der Schwangerschaft kann es zu Komplikationen kommen. Es kann ein Gestationsdiabetes entstehen oder eine Präeklampsie. Hier die wichtigsten Symptome: eine verminderte körperliche Belastbarkeit. Es kommt sehr schnell zur Atemnot. Man ermüdet rasch. Die Schweißproduktion ist erhöht. In den sogenannten intertriginösen Räumen, Bereichen, das sind also die Bereiche, wo Haut auf Haut liegt, Hautlappen auf Hautlappen, kommt es zu Mazerationen, zu Aufweichungen, Reizungen, nässenden Ekzemen, zu Pilzerkrankungen. Durch die gedehnte Haut entstehen Striehe. Therapieziele sind zum einen die Gewichtsreduktion, das heißt Ernährungsumstellung und oder Bewegung. Beides zusammen ist wichtig. Aufpassen aber, wenn es zu einer ungewollten Gewichtsabnahme kommt, beispielsweise mehr als 5% in 3 Monaten, sind konsumierende Erkrankungen abzuklären. Tuberkulose, Krebserkrankungen. Schauen wir uns die Diagnostik näher an. Eine ganz alte Formel zur Berechnung des Risikos ist die Broca-Formel. Diese gilt nicht, wenn jemand sehr viel Muskelmasse hat. Berechnet wird das Normalgewicht aus Körpergröße minus 100. Beispiel: jemand ist 1,65 Meter groß, entsprechend wäre dann das Normalgewicht 65 Kilogramm. Von Adipositas spricht man, wenn das Gewicht 20% über dem Normalgewicht liegt. Von Magersucht, wenn das Gewicht 15% unter dem Normalgewicht liegt. Es gibt auch das sogenannte Idealgewicht. Hier werden vom Normalgewicht bei Männern 10%, bei Frauen 15% abgezogen. Sehr viel gängiger ist heute der Body Mass Index, BMI. Dieser wird berechnet aus dem Körpergewicht in Kilogramm, dividiert durch die Körpergröße in Meter zum Quadrat. Man spricht von Magersucht, wenn der BMI unter 17,5 Kilogramm pro Quadratmeter liegt. Die Magersucht haben wir schon besprochen.
Hier sinken unter anderem die Spiegel der Schilddrüsenhormone und der Sexualhormone ab. Folge: bei den Frauen bleibt die Menstruation aus. Es kommt zu Depressionen, unter anderem durch steigende Cortisonspiegel. Untergewicht heißt, der BMI liegt unter 18,5 Kilogramm pro Quadratmeter. Das sogenannte ideale Normalgewicht liegt zwischen 18,5 bis zu 25 Kilogramm pro Quadratmeter. Dann kommt die Warnzone, Präadipositas oder Übergewicht, bis 29,9 Kilogramm pro Quadratmeter. Hier sollte eine Gewichtsreduktion angestrebt werden, insbesondere wenn andere Risikofaktoren vorliegen, Hypertonie oder Diabetes. Bei mäßigem Übergewicht, das heißt BMI 25 bis 29, scheint das Sterblichkeitsrisiko nicht erhöht zu sein. Ab 30 spricht man von Adipositas. Ab 35 von Adipositas Grad 2 und ab 40 Kilogramm pro Quadratmeter Adipositas Grad 3 eine extreme Adipositas. Auch beim BMI muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Werten. Zu Fehlinterpretationen kann eine große Muskelmasse führen oder wenn im Alter die Körpergröße wieder abnimmt. Die geringste Mortalität liegt offenbar im Bereich 25 bis 27 vor. Wichtig ist aber auch das Alter. Das heißt, beispielsweise zwischen 19 und 24 Jahren sollte der BMI von 24 nicht überschritten werden. Ab einem Alter von 65 sollte ein BMI von 24 jedoch nicht unterschritten werden. Es gibt das Obesity-Paradoxon. Dieses ist zum Teil umstritten. Bei älteren, kardial erkrankten Menschen korreliert eine niedrige Mortalität mit einem höheren BMI. Ebenso könnte ein höherer BMI schützend sein gegen eine Demenz. Das heißt umgekehrt, die Frage korreliert die Demenz mit einem niedrigeren BMI mit Untergewicht. Der nächste Punkt, Waist-Hip-Ratio, WHR, das Taille-Hüfte-Verhältnis. Dieses hat ein hohes Risiko, wenn der Wert bei Frauen über 0,85 ist, bei den Männern über 1. Das sind die WHO-Maximalwerte. Es wird ein vermehrtes Bauchfett angezeigt. Die Sollwerte für Frauen sollten jedoch möglichst unter 0,8 und die für Männer möglichst unter 0,9 liegen. Es gibt eine sogenannte stammbetonte, androide, männliche, abdominale Fettverteilung. Das heißt, in dem Fall ist der Bauch dicker, der Apfeltyp. Dieser Typ hat ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko. Der weibliche Typ, der hüftbetonte oder gynoide Typ mit dickeren Oberschenkeln, der Birnentyp, ist weniger risikoreich. Eine schnelle Einschätzung des Risikos erlaubt die Bauchumfangsmessung. Auch hier wird die abdominelle Adipositas erfasst. Eine hohe Fettansammlung im Bauchbereich ist immer schädlich, egal wie der BMI ist. Es wird also hier alleinig der Bauchumfang, der Taillenumfang betrachtet. Für Frauen gilt ein erhöhtes Risiko über 80, ein stark erhöhtes Risiko über 88 cm. Für die Männer gelten die Werte 94 bzw. 102 cm. Für die Beurteilung des Gewichts bei Kindern werden sogenannte Perzentilkurven eingesetzt. Diese gibt es abhängig vom Alter, vom Geschlecht und der Größe.
Jungs und Mädchen entwickeln sich besonders in der Kindheit stark unterschiedlich. Man geht folgendermaßen vor. Es wird der BMI berechnet und dann verglichen, abgeglichen mit den Perzentilkurven. Das sind BMI-Referenzkurven für das Alter, für das Geschlecht. Die Perzentilzahl steht dafür für eine Prozentangabe. Das heißt, sie gibt an, wie viel Prozent der Kinder weniger wiegen. Beispiel: Perzentil 90 bedeutet, dass 90% aller Kinder im selben Alter, selbes Geschlecht, weniger wiegen. Folge: Das Kind hat wahrscheinlich Übergewicht. Das sehen wir hier unten. Von Adipositas spricht man von einem Perzentilwert über 97, extreme Adipositas über 99,5. Perzentil 50 heißt, man liegt genau in der Mitte, 50% der Kinder wiegen weniger, heißt aber auch 50% wiegen mehr. Von Untergewicht spricht man, wenn der P-Wert, der Perzentilwert unter 10 liegt. Ursache könnte eine Magersucht sein, eine Anorexia nervosa. Beim Normalgewicht liegt der BMI im Bereich von 10 bis 90. Schauen wir uns am Schluss die Lipodystrophie an, eine seltene Erkrankung, sogenannte Orphan Disease. Hier fehlt Fettgewebe. Im Fettgewebe wird normalerweise überschüssige Energie als Fett gespeichert, subkutan. Bei der Lipodystrophie ist das Fettgewebe deutlich reduziert. Die Folge: Es wird weniger Leptin abgegeben. Die Folge davon: Es kommt zu unstillbarem Hungergefühl und zu einer exzessiven Nahrungsaufnahme. Es wird praktisch nur und immer gegessen. Folge davon sind ektopische Fettablagerungen. Das heißt, es kommt zur Fettspeicherung an Stellen, wo normalerweise kein Fett gespeichert wird. Das kann in der Leber sein, im Bereich des Herzens, der Nieren, der Bauchspeicheldrüse, der Muskeln. Zum anderen kommt es zu metabolischen Komplikationen. Das heißt, es kommt zu gestörten Fettwerten, beispielsweise eine Hypertriglyceridämie. Dadurch kann es dann zu einer Pankreatitis kommen. Es kann zum Diabetes kommen. Es kommt zu kardiovaskulären Komplikationen, zur Fettlebererkrankung. Eingesetzt wird ein Leptin-Analogon. Es fehlt ja Leptin. Das ist das Metreleptin, ein rekombinantes humanes Leptin-Analogon aus E. coli. Die Anwendung zusätzlich zur Ernährung bei der seltenen Lipodystrophie mit Leptinmangel. Mögliche Nebenwirkungen, häufige Infektionen, Pneumonien beispielsweise, aber auch Gewichtsverlust und Hypoglykämie. Das war die Pathophysiologie von Übergewicht und Adipositas. In den nächsten beiden Teilen werden wir uns die medikamentöse Therapie anschauen und sonstige Maßnahmen, Diätmaßnahmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.